Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir tatsächlich mal einen Lottobetrüger an der Telefonleitung, also der typische Lottobetrug. Tja, nur, dass das hier definitiv Betrug ist, stellt man eigentlich schon in den ersten Sekunden des Gesprächs fest. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr direkt am Telefon auflegen solltet, wenn ihr so jemanden in der Leitung habt. Ja, hallo. Hallo? Ja. Ja, Herr Vorhaut. Ivan Jareb, mein Name. Und ich melde mich wegen dem Schreiben, das wir Ihnen für das große Jubiläumsfinale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und durchgelesen? Nee, ich habe nichts bekommen. Ja, dann ist es gut, dass ich mich auch telefonisch bei Ihnen gemeldet habe. Denn wie Sie vielleicht wissen, wir von Lotto 6 aus 49, wir losen jedes Jahr 200 Bürger aus ganz Deutschland, die im großen Jubiläumsfinale mit einer Gewinngarantie mitmachen können. Und diese Telefonnummer wurde ausgelost. Absoluter Bullshit. Also jetzt erzählt ihr mir hier, meine Telefonnummer wurde ausgelost. Also er erzählt ja hier auch, was sie losen einmal im Jahr 200 Leute aus Deutschland aus. Aber wieso hört man denn da ein komplettes Callcenter? Die werden ja alle das gleiche telefonieren. Alleine so ein Mitarbeiter, der spricht am Tag locker mit 40 Leuten, weil die Hälfte davon legt auf oder mehr als die Hälfte und hört sich den Quatsch gar nicht erst an. Dann erzählt er mir hier was von so einer Story, dass ich ein Schreiben erhalten hätte. Und wundert sich noch. Und also er ist ja davon angeblich ausgegangen, dass ich hier ein Schreiben erhalten hätte, was ja komplett Bullshit ist. Und jetzt ruft er hier einfach an und sagt schon, dass einfach 200 Leute aus ganz Deutschland ausgelost werden. Das ist illegale Telefonwerbung. Das ist nicht erlaubt. Man kann nicht einfach so 200 Telefonnummern oder ganz viele Telefonnummern aus Deutschland auslosen und dann mal irgendwo bei jemanden anrufen, um dann Lotto zu verkaufen. Das ist absoluter Bullshit und absolut kriminell. Das heißt, hier schon gleich zu Beginn des Gesprächs stellt sich heraus, dass das alles Betrug ist. Man hört's an dem ganzen Krach im Hintergrund, der telefoniert nicht allein. Hier läuft keine Musik. Es ist zwar ein ausländischer Bürger, der hier spricht, oder zumindest ein ausländisch-stämmiger Bürger, aber solche Telefonate finden meistens aus Deutschland statt. Solche Callcenter stehen hier überall in Deutschland. Und das ist tatsächlich auch ein riesengroßes Problem. Viele arbeitssuchende Menschen werden ganz oft in solchen Callcentern untergebracht, um dann die Arbeitslosenquote wieder schön zu frisieren, dass man ja wieder ganz viele arbeitende Leute hat. Dahin wird man verscheuert, in solche Callcenter. Oh, toll. Ja, sagen Sie mir bitte, die Telefonnummer gehört auch persönlich hin, oder? Ja, wem sollen die sonst gehören? Ja. Das Handy okay. Ist geklaut. Okay, super, gut zu wissen. Dann auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite fürs Finale. Also was für ein Blödsinn. Man lost 200 Telefonnummern von allen Bürgern in Deutschland aus und fragt dann noch, ob ich der Besitzer dieser Telefonnummer bin, wo man mich anruft. Natürlich könnte da jemand anderes rangehen. Aber es ist ja auch komplett Blödsinn, dass man einfach eine Telefonnummer auslost, um dann die Leute anzurufen. Meinen Namen hat er ja auch gewusst. Im Telefonbuch kann diese Telefonnummer nicht stehen, weil das für diesen Zweck hier eine frisch eingerichtete Telefonnummer ist. Das heißt, er hat die Daten von einem illegalen, oder naja, das Gewinnspiel ist vielleicht nicht illegal, aber man gewinnt da halt nichts, von einer Datensammelwebseite, wo man sich für irgendwelche angeblichen Gewinne eintragen kann. Das kann für Bosch-Geräte sein, für Nutella-Sachen, wo man dann irgendwelche Pakete gewinnen kann, für irgendwelche Autos, Geldgewinne. Da gibt es unzählige Fake-Webseiten, wo man seine Daten eintragen kann, um dann an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Das Problem ist, die Gewinnspiele, die da drauf abgebildet sind, die haben mit den eigentlichen Firmen, die dort beworben werden, fast 100% nie was zu tun. Die Firmen wissen davon auch nichts. Und selbst wenn, man kann dagegen nicht viel tun, wenn die Webseiten irgendwo im Internet im Ausland aufgesetzt werden, in deutscher Sprache, dass man sich halt hier deutsche Kunden sucht. Hier trägt man sich jetzt ein, weil man jetzt an irgendeinem Gewinnspiel teilnehmen möchte.
Und natürlich trägt man seine Telefonnummer dazu ein. Und dann rufen euch solche Leute an. Hier geht es nicht mehr um das eigentliche Gewinnspiel, was man da irgendwann mal beworben hatte. Das versucht er hier auch gar nicht erst damit in Verbindung zu bringen. Er sagt, es wurden einfach so 200 Leute ausgelost. Absoluter Bullshit. Es ist hier ein illegaler Werbeanruf, also Kaltakquise. Und in Deutschland rechtlich verboten. Die machen es trotzdem, weil es sehr lukrativ ist. Und auch hier, die Telefonnummer von diesen Callcentern kann man in den allermeisten Fällen einfach nicht zurückrufen. Es ist hier absolut höchst kriminell. Ihr wurdet nicht für nichts ausgelost, weil ihr sollt jetzt, hier im nachgehenden Gespräch, ja noch was bezahlen. Wie kann ich dann jetzt eine Auslosung gewonnen haben, um im Finale zu sein und muss dann noch was bezahlen? Dann ist es ja kein Gewinn mehr. Habe ich gewonnen, dass ich jetzt bezahlen darf? Na, vielen lieben Dank. Das ist aber nett. Meine Aufgabe wäre es heute für Sie, die Unterlagen vorzubereiten, damit Sie das alles so schwarz auf weiß innerhalb der nächsten 4 bis 7 Tage nach Hause bekommen. Also ich muss ja wirklich dieses gesamte Telefonat hier mal auseinanderpflücken. Haben wir ja selten mal solche Betrüger. Hat der nicht noch ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, Sie haben ja die Unterlagen schon zugeschickt bekommen. Haben Sie die denn bekommen? Und jetzt will er alles für mich schriftlich fertig machen, um das schwarz auf weiß zugeschickt zu bekommen? Die widersprechen sich in den ersten Sekunden und Minuten des eigenen Gesprächs. Komplett Wahnsinn. Und darauf fallen leider tatsächlich wirklich auch Menschen rein. Das hier ist nicht so ein plumper Betrug wie die Trading-Maschen, die wir hier sonst in der Leitung haben. Das ist hier schon ein bisschen raffinierter. Auch viel älter als der Trading-Betrug. Diese Lotto-Betrugsmaschen gibt's ja in allen verschiedenen Formen und Farben und Varianten. Nur letztendlich geht's auch hier wieder nur darum, einen Vertrag mit euch abzuschließen, der vorher nie zustande gekommen wäre. Und einen Vertrag gewinnen kann man ja wohl wahrlich auch nicht. Im Übrigen, wenn euch meine Einsprecher in den Videos zwischendrin nicht gefallen, die Videos, die ihr die ganze Woche über hört, gibt's am Samstag, jeden Samstag, als Hörspiel. Die Kakerlaken-Partys. Könnt ihr direkt über das Profilmenü, also über die Callcenter-Abzocke-Profilseite von YouTube raussuchen, auf Playlist, findet ihr die Hörspiele in einer Playlist. Kakerlaken-Partys. Ansonsten einfach oben im Suchfeld Kakerlaken-Party bei YouTube eingeben, da kriegt ihr die auch alle präsentiert. Und jetzt hätte ich eine Frage an Sie, also die stellen wir allen unseren Finalisten auch. Was würden Sie mit 20 Millionen Euro machen, im Falle, dass Sie der Glückliche sind und den Jackpot knacken? Ich würde meinen ganzen Puff kaufen. Okay, das klingt für eine gute Idee. Also. Ja. Das klingt wie eine gute Idee. Und außer dem Puff, haben Sie noch irgendwelche Träume? Nö, sonst eigentlich nicht. Also hier bei diesem Gespräch bin ich ja doch tatsächlich noch ein bisschen zurückhaltender als sonst und stelle auch nicht so viel Fragen. Schon aus dem Grund, weil ich die gar nicht gewohnt bin, diese Lottobetrüger. Normalerweise gibt's ja hier nur die Finanzbetrüger, die bei uns anrufen. Aber da ist man dann tatsächlich auch echt überrumpelt, wenn solche Leute anrufen. Da fällt mir auch kaum was zu ein. Aber eins habe ich gelernt, hier sollte ich lieber mitspielen, weil die legen noch viel, viel schneller auf als die Trading-Betrüger. Weil die sind aus Deutschland, die sind nicht ganz so Banane wie die, die wir hier sonst an der Leitung haben. Und die durchschauen solche Spielchen ziemlich schnell. Und die sind auch darauf geschult, weil es ja hier nur um Profit geht, stellt da einer Fragen, soll man das Gespräch sofort beenden. Ja, weil da ist dann klar, wenn da jemand ist und der Fragen stellt, der wird nicht bis ganz zum Schluss, bis zum Vertragsabschluss mitmachen und das Ganze vorzeitig beenden. Und deswegen beenden die das gleich und brechen das Ganze ab und spielen da gar nicht erst so lange mit. Das hat übrigens auch was damit zu tun, dass die Zeitvorgaben haben. Meistens ist es in den Callcentern, dass die nur 5 Minuten Zeit für so ein Gespräch haben und dann müssen die den ganzen Leitfaden durchgeboxt haben. Mehr Zeit, also wenn man da mehr Zeit verbraucht, dann kann man nicht genug Kunden am Tag anrufen, um letztendlich auf die Quote zu kommen, um ungefähr im Durchschnitt 4 Abschlüsse am Tag zu machen. Das ist das, was die meistens in den Callcentern bringen müssen, pro Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter muss mindestens 4 Abschlüsse bringen. Ansonsten ist der Mitarbeiter unwirtschaftlich und wird ganz schnell gekündigt. Das ist auch das, was ich eingangs schon mit dem Arbeitsamt meinte. Hier werden die Leute nur verheizt, um die Arbeitslosenstatistiken geil zu rechnen. Dabei ist das alles nur Lug und Betrug.
mal davon abgesehen, dass es auch kein Arbeitsamt mehr gibt, es ist ja mittlerweile die Agentur für Arbeit. Ist ja auch schon nichts Staatliches mehr. Ist alles nur noch privatisierter Blödsinn. Und das hier ist letztendlich diese Callcenter. Wenn man da drin ist, ist es kein Spaß. Ihr bekommt dort nur Jahresverträge und keine unbefristeten Verträge. Dass die auch nur für Mindestlohn arbeiten, ist meistens auch an der Tagesordnung. Das heißt, die machen da wirklich einen echt beschissenen Job für wenig Geld. Die müssen bei jedem Kunden, den die dran haben, und die werden ja auch permanent angeschrien von Leuten, zu Recht natürlich, arbeiten die für ganz wenig Geld. Oftmals kriegen die auch tatsächlich nur 6-Stunden-Verträge am Tag angeboten. Das heißt, mit Mindestlohn kommt ihr dann nicht mal auf die 1000 Euro, die ihr eigentlich mindestens zum Leben braucht. Da liegt ihr auch noch drunter. Einfach nur pervers, solche Geschäftsmodelle. Dass das in Deutschland nicht abgeschafft wird, ist absolut fragwürdig, dass da niemand was gegen tut. Natürlich werden solche Callcenter verfolgt, wenn man sie denn zurückverfolgen kann. Aber dazu braucht es nicht nur einen Hinweis, sondern viele, viele Leute, die sich darüber beschwert haben. So ohne weiteres setzt sich da kaum eine Behörde in Gange, dass da was gegen getan wird. No, puff. So ist mir jetzt spontan eingefallen. Also ich drücke Ihnen die Daumen auf jeden Fall, dass Sie das schaffen, dass Sie einen größeren Gewinn machen. Und eins müssen Sie mir noch versprechen, also natürlich, wenn ich Ihnen Glück bringe, dass Sie einen größeren Gewinn machen, dann gibt es bestimmt auch ein Bier für mich auf Ihre Rechnung. Oder ich komme mal in den Puff vorbei und da gibt es auch gratis. Genau. Alter Verwalter, also hier gibt es wirklich eine ganze Menge zu sagen. Das hier ist tatsächlich einfach auch nur, naja, wie sollen wir uns anders nennen? Geschulte Kundenbindung. Bevor die in so einem Callcenter anfangen, kriegen die, also das Minimum, was mir bekannt ist, 3 Tage, meistens sind es aber 14 Tage, wenn nicht sogar bis zu 3 Monate, also 3 Monate eher im Kundenservice, im Verkauf, vielleicht eine Woche oder 2, kriegen die Crashkursschulungen mit Leitfäden. Und naja, eine Schulung dafür, dass man auf die Wünsche vom Kunden auch eingeht. Ja, und wenn ich mir jetzt hier einen Puff wünsche, dann kann der natürlich da ansetzen und sagen, dann kann ich da mal gratis rein und ein Bier kriegen. Ja, genau das ist der Grund oder das ist das Mittel dazu, um an eure Kohle zu kommen. Jetzt macht ihr euch den Mund wässrig, dass man eure Träume erfüllt. Ja, und weil man jetzt so ein bisschen Smalltalk sich sympathisch stellen möchte, lenkt man das Ganze gleich rein, wenn sie das dann wirklich gewinnen, dann können sie mich ja mal einladen, das ist doch alles nur Blödsinn. Wie oft sagt er das am Tag? Also wenn alle Kunden, die da gewinnen würden, was ja wohl kaum einer tut, den einladen würden, dann hätte der gar keine Zeit mehr zum Arbeiten, dann wäre der nur noch irgendwo im Puff zum Saufen. So ist es einfach. Absoluter Bullshit. Tja, das hier ist tatsächlich einfach nur psychologische Taktik, um euch an der Leitung zu halten. Konnte das klappen? Das ist kein Problem. Super, danke auf jeden Fall. Haben Sie schon mal Lotto gespielt? Nee. Okay, dann erkläre ich Ihnen also, wie Sie mit uns zu einer Gewinner werden. Also, sehen Sie, der größte Vorteil für Sie in diesem Finale ist der, dass Sie von unserer Seite ausgelost sind. Und deswegen bekommen Sie auch von uns als Finalist 900 Tipps nach Hause zugeschickt. Und Sie können jetzt auch einen persönlichen Tipp abgeben. Das wären 6 Nummern zwischen 1 und 49. Damit Sie sich hier vermerken kann, die werden dann auch in den Unterlagen stehen. Haben Sie irgendwelche Glücksnummer oder sagen Sie mir spontan? 96. Die 96 geht ja nicht. Nee, bis 49. 49 und 69 geht ja auch nicht. Nee, bis 49, ja. Dann weiß ich keine Zahlen. Dann kennen Sie keine Nummer. Nee. Wollen wir so machen, Herr Peter? Wollen wir so machen? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich melde mich in 2 oder jetzt weiß ich nicht, wie lange Sie dazu brauchen. Zum Beispiel sagen wir 3, 4, 5 Tagen, also und bis dahin denken Sie sich irgendwelche Nummer aus, also 6 Nummern. Die 1 ist die kleinste, 49 die größte. Ich glaube, die Aufgabe ist nicht so schwer, oder? Ja, dann würde ich sagen, dann denken Sie sich da einfach welche aus, weil Sie wollen doch was fragen. Sie sind ein Finalist, also das kann ich nicht tun, also das wäre jetzt unfair also anderen Finalisten, also dann würde Sie ja, dann sagen, nehmen wir die 1 und dann nehmen wir noch die 11 und die 15. Okay. Und die 36 und die 11, ach nee, die hatten wir schon, glaube ich, ja. Die haben sie schon, ja. Dann die 44. 44 und noch eine? Dann die 33. Die 33, ach,
die Nummer, die mussten Sie sich jetzt nicht merken. Wie gesagt, die werden auch in den Unterlagen stehen. Mhm. Die Ziehungen haben Sie live im Fernsehen, Mittwoch und Samstag. Falls Sie keine Zeit dazu haben, dann haben Sie natürlich auch alles im Internet unter www.lotto.de. Das Kranke an der ganzen Geschichte ist, die gesamte Zeit, wo wir jetzt schon in der Leitung sind, ging es noch nicht um die Bezahlung. Bis jetzt ist hier die ganze Zeit nur davon die Rede, dass man mich ausgelost hat. Dann hieß es ja, ich habe schon die Unterlagen zugeschickt bekommen. Jetzt redet er ja mittlerweile davon, dass er mir die Unterlagen fertig machen möchte. Mal gucken, wann da die Bezahlung kommt. Weil kostenlos werden die mich ja nicht ausgewählt haben. Also so funktioniert's eigentlich. Wenn man was gewonnen hat, dann ist das kostenlos. Ein Gewinn kann man ja nicht bezahlen. Ein Gewinn ist immer kostenlos. Aber wir warten mal ab. Da wird wohl bestimmt gleich was mit der Bezahlung kommen. Sicherlich werden sie jetzt hier gleich als erstes aber erstmal die IBAN-Nummer abfragen und danach erst auf die Zahlung zu sprechen kommen. Warten wir mal drauf. Meine nächste Frage an Sie wäre, wenn Sie unser nächster Gewinner sind, würden Sie uns eine positive Bewertung schreiben und dürfen wir Sie zu unserer Fernsehshow laden? Ja, na klar. Alles klar, danke, vermerke ich hier. Ins Fernsehen wollte ich schon immer mal. Wie bitte? Ins Fernsehen wollte ich schon immer mal. Ja, sehen Sie. Und das wäre die Gelegenheit also. Und wir haben dann auch eine gute Werbung also, weil wissen Sie, wegen der guten Werbung machen wir das alles jedes Jahr. Zum Beispiel letztes Jahr. Der Durchschnittsgewinn in diesem Finale war 6.350 Euro pro Monat vor jedem Finalisten also. Und ich weiß, das sind jetzt keine Millionen, aber ich denke mal, eine gute finanzielle Unterstützung wäre das auch. Das stimmt. Ja. Und also je mehr Sie in diesem Finale gewinnen und die anderen Finalisten auch, desto bessere Werbung haben wir. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie aus diesem Finale wie ein Gewinner herausgehen. Also was der da labert. Also ich glaube, in dem Callcenter haben die sicherlich mehr Zeit als 5 Minuten. Das klingt ja eher so nach mindestens 10 Minuten Zeit, die man dann vielleicht noch ausbauen darf. Ich weiß es nicht. Aber die brauchen da sicherlich mehr Abschlüsse am Tag. Und mit 10 Minuten pro Anrufer wird es ziemlich schwierig, um da letztendlich genug Geld reinzuholen. Aber der versucht einem ja wirklich den Mund wässrig zu machen, dass man jetzt gleich richtig Bock hat, da mitzumachen. Fernsehshow und Gewinner und Vorbereitung und eine gute Bewertung fürs Unternehmen. Ja, also welches Unternehmen soll ich denn da jetzt eigentlich genau bewerten? Weil es hat ja am Anfang nicht mal wirklich einen richtigen Firmennamen gesagt. Der hat ja nur gesagt, irgendeine staatliche Lotterie. Ja, was denn da genau? 6.49 ist klar, aber was soll ich denn da jetzt genau eigentlich bewerten? Wie heißt denn jetzt nur die Firma, die ich bewerten soll? Weil er wird ja nicht von der staatlichen Lotterie anrufen, er wird ja sicherlich von irgendeinem externen Dienstleister anrufen, / illegales Callcenter, was uns das hier auf Masse verkaufen soll. Also die Firmen, für die das verkaufen, die machen mit denen einen Vertrag, dass sie das legal verkaufen sollen. Also nicht mit Tricks. Das heißt, dass ja, also auch wenn die Firma Lotto das eigentlich überprüfen müsste, die sind da genauso eigentlich mit in der Haftung, nur es interessiert halt keinen, weil wenn da Abschlüsse gemacht werden, Erfolg gibt halt recht und Geld stinkt halt nicht. Und das ist halt auch schon das ganze Ende von dem Lied. Solange da Geld fließt, ist den Betreibern egal, wo es herkommt und wie viel es ist. Obwohl das eigentlich deren Aufgabe ist, zu überprüfen, wie diese Verträge zustande kommen. Naja, hören wir mal weiter, wie es weitergeht. Was das für Sie bedeutet, das erkläre ich Ihnen jetzt also. Am Anfang habe ich Ihnen gesagt, dass ich hier mit einer Gewinngarantie dabei bin. Das heißt, Sie müssen jetzt nach Hause die Unterlagen bekommen, durchlesen, weil das Finale startet ja erst in einem Monat also. Und erst wenn das Finale für Sie startet, der Einsatz für alle Finalisten ist 69 Euro pro Monat. Aha. Der Einsatz für alle Finalisten ist 69 Euro. Das wurde jetzt hier ziemlich verkapsuliert dargestellt. Also der hat jetzt nicht gesagt, du musst 69 Euro bezahlen, um einen Lottoschein zu bekommen. Das hat er hier nicht verraten. Dass dieses Gewinnspiel auch länger geht als nur einen Monat, das hat er auch noch nicht erzählt. Es sind garantiert nicht 69 Euro für das Gesamte zusammen, aber wir hören gleich mal weiter. Es ist schon Wahnsinn. Jetzt auf einmal soll ich meinen eigenen Gewinn bezahlen. Ich wurde als Finalist spontan ausgelost von 200 Leuten und weil ich ausgelost wurde, daran teilzunehmen, muss ich jetzt bezahlen, dass ich daran teilnehmen kann? Also, wer hier nicht wach wird und da sein Geld noch bezahlt,
Und er hat sich echt bescheißen lassen. Denn das ist ein Vertrag, vorgaukeln unter falschen Tatsachen. Das, klar, erzählen die jetzt hier schon noch, dass man da was bezahlen muss. Aber ich kann noch vorher nicht erzählen, du hast gewonnen, dass du jetzt bezahlen darfst. Ja, so sagen sie es ja nicht. Aber das ist aber letztendlich die Tatsache. Und das ist kriminell. Das ist verboten. Das ist einfach verboten. Das ist nicht nur illegale Telefonwerbung, was hier passiert, also eine Kaltakquise. Das ist auch noch arglistige Täuschung und Betrug. Also offensichtlicher Betrug. Der Vertrag, der da gleich zustande kommt, der ist dann natürlich kein Betrug mehr, weil den gehe ich ja dann ein. Aber der Vertrag ist unter betrügerischen Umständen zustande gekommen. Und somit dürfte der Vertrag eigentlich so oder so nicht gültig sein. Da die aber immer noch eine Telefonaufzeichnung machen, wo sich das dann ja alles ganz anders anhört, da wird ja alles das, was im Vorgespräch gesagt wurde, weggelassen. In dieser Zusammenschnitt-Zusammenfassung, was man da macht mit der Aufzeichnung immer, da wird ja überhaupt nichts mehr vom Vorgespräch erwähnt, dass man hier ausgelost wurde. Das wird ja keinem gesagt. Und das Problem ist, der Vertrag beginnt erst dann, wenn die Aufzeichnung läuft. Und wenn man da dem nicht widerspricht, sagt man den Vertrag zu. Dass der Vertrag aber völlig unter falschen Bedingungen geknüpft wurde, das weiß dann keiner mehr. Und nun beweist mal danach noch eure Unschuld an der ganzen Geschichte. Und wenn Sie nicht gewinnen, was das passiert, dann bekommen Sie von uns 138 Euro. Das ist diese Gewinngarantie, also dass Sie nicht mit leeren Händen aus diesem Finale herausgehen. Ja, und das ist der nächste Betrug. Wenn ich nichts gewinne, dann bekomme ich von den 138 Euro, also den gesamten Beitrag von 3 Monaten oder so, also eigentlich nur von 2 Monaten, aber 3 Monate wird ja der Vertrag laufen, also kriege ich 2 Monate zurück. Aha. Mal davon abgesehen, dass sich solche Verträge auch automatisch verlängern und ich die kündigen muss. Sowas wird ja hier am Telefon auch nie gesagt. Aber ich kriege dann also ein Drittel quasi von 3 Monaten wieder zurück. Es ist aber unwahrscheinlich, dass ihr in den 3 Monaten nichts gewinnt. Denn wenn man dann 90 Tipps mitmacht, da wird schon irgendwo ein paar Cent dabei sein, die ich da gewinnen kann. Ist ja eigentlich immer so bei Lotto, dass man da so ein paar Euros mal rausholt. Ja, und genau das ist das Problem. Ihr kriegt da 5 Euro zurück, habt aber die 69 Euro oder was das war im Monat dafür bezahlt. Ja, also macht man da so oder so Minus mit. Diese Gewinngarantie ist nichts anderes als Bullshit und Blabla. Ja, also jeden Monat sind Sie mit dieser Gewinngarantie dabei. Ja. Wenn Sie nichts gewinnen. Also. Ja, prima. Okay. Und sagen Sie mir bitte, im Fall eines größeren Gewinns, möchten Sie bitte anonym bleiben oder dürfen Ihren Namen veröffentlichen? Was ist Ihnen lieber da so? Den können wir veröffentlichen. Okay, alles klar. Ja. Und sagen Sie mir, was Ihre Gewinnauszahlung angeht, möchten Sie alle Ihre Gewinne nach jeder Ziehung ausbezahlt bekommen, also überwiesen bekommen, oder am Monatsende? Was passt Ihnen besser? Nach jeder Ziehung, sobald Sie etwas gewinnen, oder am Monatsende, also feinmal? Ach, dann lieber am Monatsende, dann ist das wie ein Gehalt. Ja, also mit meinem Tipp, dass die IBAN zuerst abgefragt wird, habe ich hier zwar falsch gelegen, aber letztendlich wird die ja wieder unter falschen Tatsachen hier genannt oder abgefragt, die IBAN. Jetzt geht's ja hier nur darum, um die Gewinne auszahlen zu lassen. Mit den 69 Euro hat er ja bloß vorhin mal ganz kurz so verschluckt, dass man die monatlich bezahlen muss. Ja, und jetzt will man die IBAN haben. Natürlich, für die Gewinne, ganz bestimmt. Logisch werden dann nachher ein paar Gewinne drauf ausgezahlt, die paar Cent, die man da gewinnen kann. Vielleicht kann man auch mal mehr verdienen, will ich gar nicht abstreiten. Lotto ist halt Lotto, aber Lotto ist halt Lotto. Also, ne, 1 zu wie viel Millionen ist da die Gewinnchance? Also, ne, und die paar Pisslinge, die man da letztendlich rausgewinnt, da kann man es eigentlich auch sein lassen. Es gilt nicht, man das Fenster schmeißen. Ja gut, letztendlich, denn lieber doch Lotto. Da ist die Chance höher, dass sich das Geld vermehrt. Aber trotzdem, es ist einfach Wahnsinn. Die sagen einem immer wieder, die wollen die Kontodaten haben, wo die Gewinne, also damit die Gewinne ja ausgezahlt werden können. Damit der Kunde gar nicht erst auf die Idee kommt, dass bei ihm Geld abgebucht wird. Hat er ja auch nie gesagt, bis jetzt zumindest. Er hat nur gesagt, dass das irgendwas so nebenbei hingenuschelt, die 69 Euro. Aber der hat nie gesagt, dass man das bezahlen muss. Er hat nur gesagt, einen kleinen Beitrag dazu. Also das sind alles Verkaufstricks, Psychologietricks. Und die Kunden, die sind ja sowieso meistens aufgeregt, wenn da fremde Leute am Telefon sind. Und man hört ja auch gar nicht so genau immer hin. Und man kriegt es vielleicht auch einfach gar nicht so genau mit, was der da so alles sagt.
Ja, und genau das sind die Taktiken. Und man soll es ja auch nicht alles genau mitkriegen. Deswegen verkapsulieren die ja nun mal auch alles, was die da so erzählen. So, dass man es einfach gar nicht so richtig versteht. Viele vielleicht. Also es gibt schon eine Menge Leute, die das kapieren und legen da auch relativ schnell auf. Aber darum geht's ja auch nicht. Die rufen einfach überall an und gucken, wann da mal einer drauf anspringt. Und deswegen verkapsulieren die alles. Weil wenn da einer erstmal dran bleibt, dann ist er ja wahrscheinlich, naja, unschlau genug, um da halt eben auch weiter mitzumachen. Und hat die Hoffnung, dass er da was gewinnen kann. Das ist halt das Problem. Wenn man da einmal angebissen hat, dann ist das für die fast eine sichere Sache. Und damit es eine sichere Sache bleibt, verkapsulieren die eben solche Wörter wie bezahlen und Geld und sowas, dass man da Geld ausgeben muss. Und drehen auch gerne, dass eben die Kontonummer für die Gewinne ist und nicht für die Bezahlung von dem ganzen Bums. Okay, Moratsende. Okay, ich habe hier vermerkt. Super. Damit ich die Unterlagen jetzt rausschicken kann, habe ich hier stehen. Herr Peter, Vorhaut. Mhm. Die Straße wäre Braunschweiger Straße 77. Ja. Postleitzahl ist die 12055 Berlin. Ja, genau. Und wegen der Volljährigkeitskontrolle, ich glaube, in 2018 sind, aber trotzdem muss ich Sie fragen, wann sind Sie geboren? 92. Wie bitte? 92. Den ganzen Datum bitte, also Geburtsdatum. Ach so, das ganze Datum. Das ist der 17.07.92, also 1992. Also 17.07.1992. Mhm, okay. Genau. Der Herr ist also volljährig, die Gewinne werden dann alle über Ihren Namen laufen. Über welche Bank wollen Sie, dass das vor sich in diesem Finale läuft, also die Gewinnauszahlung? Das ist die Berliner Sparkasse. Die Berliner Sparkasse. Ja. Okay, dann brauchen wir noch die IBAN-Nummer dazu, also D. Sehen Sie ruhig nach. Moment, da muss ich mal gucken. Die langsam. Beim Portemonnaie, da gehe ich mal hin und dann haben wir das gleich. Ach, da liegt es schon. Habe ich gar nicht weggeräumt. So, okay. Ist das, die Berliner Sparkasse, ja? Ja, D. Ist das denn DE 43? Ja. Denn die 100? Ja. 500? Ja. 000? Ja. Und dann die 9200? Ja. 189 und die 63. Was wir jetzt noch zu machen haben, wir beide, ist eine kleine Zusammenfassung, dass Ihre Daten unter Datenschutz gehen. Dann haben nur die Banken untereinander Zugriff zu den Daten, also unsere Bank und Ihre Bank. Also. Und in dieser Zusammenfassung werde ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Also ich bitte Sie noch, die IBAN-Nummer auch nicht wegstecken. Sie werden sie mir nochmal in dieser Zusammenfassung durchlesen. Also. Und ich werde Ihnen, wie gesagt, noch ein paar Fragen stellen. Ich bitte Sie einfach mit einem kurzen Ja oder Nein zu antworten, da sind wir in 60 Sekunden fertig. Bevor ich das aber starte, ich würde Ihnen gerne die Fragen nochmal vorlesen, damit Sie wissen, also was ich Sie fragen werde. Also wenn Sie dann auch eine Frage dazu haben, die also werde ich Ihnen gerne erklären. Also. Ja. Diese Zusammenfassung ist in keinem Fall für euch, nicht mal im geringsten. Diese Zusammenfassung ist eine gesetzliche Bestimmung, damit die Firma beweisen kann, dass sie einen Vertrag abgeschlossen hat. Weil früher war es so, wenn man da am Telefon zum falschen Zeitpunkt einfach Ja gesagt hat, dann war das schon erledigt. Dann hat man euch einfach den Vertrag zugeschickt. Oder man musste nicht mal was sagen, dann hat man einfach so die Verträge zugeschickt. Einfach weil man die Adressdaten schon am Telefon bekommen hat. Hat man das dann genau andersrum gemacht. Da hat man erst alle Daten abgefragt und so getan, als wäre es Lotto. Also es ist ja auch Lotto. Und hat dann den Vertrag fertig gemacht. Und dann war es das schon und man hat gar nicht gefragt, ob man das haben will. Und so wurden viele Verträge hier geschlossen, die nie zustande hätten kommen dürfen. Und genau das versucht man jetzt halt eben zu umgehen, indem die Firmen eine Aufzeichnung machen sollen. Aber man hat es ja jetzt hier schon bemerkt. Die wollen mich jetzt darauf vorbereiten, dass ich genau nur noch Ja und Nein an den richtigen Stellen sagen soll. Deswegen übt man jetzt mit mir, bevor man dann wirklich die Aufzeichnung macht, damit man dann genau an der Stelle Ja und Nein sagt, wo es hingehört, damit die den Vertrag eben auch in Sack und Tüten haben und man selber keine Beweise weiter hat. Denn, also das Ganze hier ist Betrug. Die wollen einen in die Richtung bringen,
dass man das perfekt so sagt, wie die das brauchen für ihre rechtskräftige Aufzeichnung. Falls man denen dann hinterher doch gegens Bein scheißen will, dass sie dann sagen können, ja Moment mal, ich habe hier eine Aufzeichnung und da ist ja alles 1A drauf. Deswegen fangen diese Aufzeichnungen allermeistens auch immer mit guten Tag an. Hört man ja bei vielen anderen YouTubern auch immer, obwohl es ja Quatsch ist. Normalerweise soll das ja auch so sein, dass dann ein anderer Mitarbeiter das überprüft. Und es wird aber in vielen Callcentern einfach weggelassen und dann tun die so, als hätte man im Vorgespräch mit einem anderen Mitarbeiter gesprochen und ja, umgeht das Ganze. Weil man ja guten Tag dann am Anfang sagt, klingt es ja so, als hätte man das Gespräch jetzt hier als Kontrollanruf gerade begonnen. Es ist und bleibt alles Betrug. Es ist der absolute Wahnsinn, der absolute Kracher, dass es diese Masche überhaupt noch gibt. Also die ist ja wirklich so alt, da ist man wirklich schockiert, wenn man das hier mal wieder so richtig durchgeht. Da bin ich jetzt hier selber mal heute richtig hibbelig. Da kann man so viel dazu erzählen bei dem Betrug und den mal komplett auseinandernehmen. Wie gesagt, falls euch das ganze Blabla zwischendurch nicht interessiert, dafür gibt es die Kakerlaken-Partys an den Samstagen. Da kann man sich das Ganze eben als Hörspiel anhören, ohne meine Kommentare dazwischen. Das hier dient ja dazu, dass ich euch aufklären kann, für die, die es möchten. Und die, die halt eben gerne einfach weiter zuhören und es trotzdem mögen, auch wenn das Gespräch jetzt hier in dem Fall definitiv mal ein bisschen länger wird, als es sonst ist. Sonst schneide ich ja nur die Pausenzeiten raus und verlängere das Gespräch mit meinen Zwischensprechern im Grunde genommen eigentlich nur wieder, weil die Trading-Betrüger, ja, da dauert ja alles ewig, bis die mal dazu Potte kommen. Das sind so viele Pausenzeiten dazwischen, wo nicht gesprochen wird. Da ist das meistens 1:1 das Gleiche mit meinen Einsprechern am Ende. Hier wird es natürlich mal ein bisschen länger, weil ich es mal auseinanderpflücken muss. Aber das ist auch mal ganz gut, dass ich das Gespräch hier mal komplett auseinandernehmen kann und die ganzen Tricks einfach mal auch mal aufdecken kann. Eine der Fragen wäre, sollten wir noch weitere Neuigkeiten vor sich haben, dürfen wir uns nochmal telefonisch bei Ihnen melden. Also einfach ja. Oder hier, der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu der Sicherheit sind Sie einverstanden. Da hat er es ja gerade schon erwähnt, was ich gerade sagte. Der Kontrollanruf wurde angekündigt. Dass er aber den Kontrollanruf gleich selbst macht und gar nicht nochmal anruft, total albern. Auch ein Ja. Ja. Und, waren Sie mit dem Beratungsgespräch der Mitarbeiter einverstanden und zufrieden? Also mit mir habe ich Ihnen das alles gut erklärt. Also da bitte ein großes Ja. Also. Ja. Dann werde ich sagen, dann fasse ich gerne alles kurz für Sie zusammen. Dann werde ich nochmal Ihren Namen sagen, Ihren Nachnamen, Ihre Adresse. Ich werde Sie nochmal nach dem Geburtsdatum fragen und ich werde Sie auch nach der E-Mail-Adresse fragen. Kennen Sie die E-Mail-Adresse? Wenn Sie die nicht auswendig kennen, können Sie auch sagen, keine, wenn ich Sie danach frage. Genau, dann machen wir das so, die habe ich nicht gefragt. Okay, wenn ich Sie danach frage, Sie sagen einfach keine. Dann werde ich Sie fragen, also haben Sie verstanden, dass die Teilnahme nicht automatisch nach 3 Monaten endet, sondern Sie müssen sich bei uns melden, einfach ein Ja. Dann werde ich nochmal die 900 Tipps erwähnen, die Sie von uns bekommen. So, also gerade redet er noch davon, dass ich mit seiner Beratung zufrieden war, da soll ich schön laut und deutlich Ja sagen. Jetzt hat er hier gerade erwähnt, dann müssen Sie nachher auch nochmal bestätigen mit einem Ja, dass ich Sie da deutlich darüber informiert habe, dass das Ganze nach 3 Monaten ausläuft, bla 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 bla, schnell weitergemacht im nächsten Thema. Er hat die ganze Zeit nicht einmal erzählt, dass das nach 3 Monaten nicht ausläuft und dass man es selbst kündigen muss. Und genau so entsteht diese ganze Scheiße, dass die Leute die Verträge nicht kündigen und die Scheiße weiterläuft. Wenn man jetzt hier drauf reingefallen ist, dann denkt man sich vielleicht noch, wenn die Post kommt und man bezahlt das, naja gut, ist nach 3 Monaten vorbei. Nee, ist es nicht. Es läuft einfach weiter. Und das hat er hier so schnell runtergenuschelt, dass es gar keiner versteht. Dass da gar keiner drüber nachdenken kann. Der hat sofort übersprungen. Und auch das sind Verkaufsschulungen. Und der macht das, oder die haben das hier in diese Vorbereitung extra eingebaut, damit das nachher in der echten Aufzeichnung nicht zum Problem wird und die nicht ständig die Aufzeichnung von vorne anfangen müssen. Ja, und genau so bereiten die den Betrug vor, der gleich stattfinden wird. Die 69 Euro auch, die 138 Euro auch natürlich. Sagen Sie mir bitte, wenn das Finale vor sich startet, wegen dieser 69 Euro, wegen der Bezahlung. Ich habe hier 2 Termine, also ab 1. eines Monats oder 15. Also uns ist es egal, wann passt es Ihnen besser? Am 1. Am 1. Okay. Dann werde ich Sie also fragen, Sie haben sich für eine Abbuchung zum 1. eines Monats entschieden. Ist das richtig? Einfach ein Ja. Sie gehen hier mit einer vermutlichen Abbuchung ein. Sind Sie damit einverstanden? Auch ein Ja. Und die letzte Frage wäre dann noch,
In den nächsten 7 Tagen erhalten Sie Ihre persönliches Begrüßungsschreiben. Dort können Sie alles nochmal nachlesen. Auf Ihr Widerrufsrecht, die geltenden AGBs und die Übermittlung Ihrer Adresse und Bankdaten an Dritte zu Zwecke der Transaktionsabwicklung wurden Sie hingewiesen und ich stimme dazu zu. Einfach ein Ja. Das ist das, dass die Daten an die Bank weitergehen, dass die Banken das untereinander machen. Okay. Ich starte das jetzt, wie gesagt, die IBAN um auch bereit halten, also 321, schönen guten Tag, Vorhaut, mein Name ist Ivan Jarev vom Controlling Center for Lotto 24 mit System, das ist der angekündigte Kontrollanruf, wir hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu dieser Scheiße sind Sie einverstanden? Also hier ist jetzt, wo ich immer Ja sagen muss, ja? Wie bitte? Hier ist jetzt, wo ich immer Ja sagen muss, ja? Also Sie können Ja oder Nein sagen. Ja, natürlich kommen wir da nicht holperfrei durch seine komische Aufzeichnung durch. Ist ja logisch. Aber das habe ich euch ja schon vorher gesagt. Er wird gleich damit anfangen und so tun, als hätte er jetzt einen Kontrollanruf. Also er ist der Kontrollanruf und spricht von sich in der dritten Person. Das ist illegal. Es ist absolut verboten. Denn dieser Kontrollanruf muss durch andere Personen gemacht werden. Eigentlich durch sogar eine ganz andere Abteilung, die in einem anderen Raum sitzt. Am besten mit Mitarbeitern, die sich gar nicht erst kennen. Weil sonst ist ein Kontrollanruf kein Kontrollanruf. Ansonsten ist es einfach nur Bullshit. Und deswegen gibt es auch die Regelung, dass dieser Kontrollanruf separat geschehen muss als extra Anruf. Ist zum Aufzeichnen hier als YouTuber echt beschissen, wenn man die Anrufe so schwer zueinander sortiert bekommt. Und wenn dazwischendurch schon wieder 20 Trading-Betrüger anrufen, ist das halt mit dem Sortieren blöd. Deswegen ist es in dem Fall jetzt hier mal praktisch, dass es ein Gespräch hintereinander weg ist. Aber es ist Betrug. Der redet jetzt davon, dass das ein externer Anruf ist und stellt sich mit guten Tag vor. Also, wer wird da nicht hellhörig? Das ist doch schon so offensichtlich, dass das einfach nur komplett dämlicher Betrug ist. Absolut Wahnsinn, dass das tatsächlich immer noch nach so vielen Jahren funktioniert. Außerdem reden die in dieser Aufzeichnung so schnell, dass man da eigentlich tatsächlich nur noch mit Ja oder Nein antworten kann. Das hat auch den Grund, dass man da, naja, die sagen immer, dass die Aufzeichnung ja nur 60 Sekunden dauern darf. Da gibt's aber keine gesetzliche Vorgabe. Und wenn die eine Stunde dauert, ist das scheißegal. Vielleicht nicht unbedingt eine Stunde, aber wenn es ja 5 oder 10 Minuten geht, wird das ist ja jetzt kein Problem. Das macht man aus dem Grund, damit der Kunde nicht richtig zuhört. Und natürlich, um die Mitarbeiter unter Druck zu setzen, dass die dazu Potte kommen und nicht ewig brauchen. Deswegen erzählt man den Mitarbeitern nur, dass die dafür 60 Sekunden Zeit haben. Das habe ich schon gesagt. Also. Okay, ich versuche es nochmal. Also. Okay. Ja. Schönen guten Tag, Herr Vorhaut. Mein Name ist Ivan Jarev vom Controlling Center von Lotto 24 System. Das ist der angekündigte Kontrollanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu dieser Zeit sind Sie einverstanden. Mhm. Ach, ich lese die Frage nochmal durch. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu dieser Zeit sind Sie einverstanden? Mhm. Also, wir haben uns geeinigt, ein Ja oder Nein. Ach so, ich dachte, das gilt auch. Nee, mhm, zählt ja. Nicht. Muss schon eine klare Antwort sein. Ja, denn ja. Okay, ich versuche es nochmal. Also. Schönen guten Tag, Herr Vorhaut. Mein Name ist Ivan Jarib vom Controlling Center von Lotto 24 System. Das ist der angekündigte Kontrollanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter. Der Kontrollanruf wurde Ihnen angekündigt und mit der Aufzeichnung zu dieser Sicherheit sind Sie einverstanden? Ja. Waren Sie mit dem Beratungsgespräch der Mitarbeiter einverstanden und zufrieden? Ja, war okay. Okay, danke. Dann fasse ich gerne alles kurz für Sie zusammen. Sie heißen Herr Peter Vorhaut. Die Straße wäre Braunschweiger Straße 77, Postleitzahl ist die 12055 Berlin. Sagen Sie mir bitte, Ihr Geburtsdatum lautet von Ihrer Seite? Das ist der 17.07.1992. Okay, Ihre E-Mail-Adresse lautet? Die weiß ich nicht. Okay, dann mache ich heute am 10.01.2023 Ihre Unterlagen fertig. Ihr Vertragsverhältnis bei Lotto 24 bis System startet zunächst mit diesem Termin und geht zunächst vor 3 Monaten. Sollten wir innerhalb der 3 Monate nichts von Ihnen hören, dürfen Sie weiterhin zu unseren zufriedenen Kunden zählen. Haben Sie verstanden, dass die Teilnahme nicht automatisch nach 3 Monaten endet, sondern Sie müssen sich bei uns melden? Haben Sie das gesagt, ja? Also haben Sie verstanden, dass die Teilnahme nicht automatisch nach 3 Monaten endet, sondern Sie müssen sich bei uns melden? Ach so, ja, jetzt schon, ja. Okay. Aber es wird ja noch 20 Millionen. Dann kann nicht weiterlaufen. Okay.
Die Unterlagen erhalten Sie von Lotto 24 mit System, der OPM des Deutschen gibt. Ihre Gesellschaft spielt 199 Mitglieder, also Sie monatlich bis zu 900 Zahl 3649. Dazu kommen die C-Tipps, zum Beispiel 77 bei Beziehung. Sie bekommen zum Monatsanfang die Zahl rein zugeschickt. Ihr Betreuungsbetrag beträgt nur noch 69 Euro im Monat. Dieser Betrag wird den Rest des Monats von Ihrem Konto abgebucht. Bitte nennen Sie mir nochmal Ihre Bankverbindung. Fangen Sie bitte mit der IBAN-Nummer an. Also die von der Sparkasse, die lange Nummer, ja? Ja, ja. Das ist dann die DE, haben Sie? Ja, ja. Dann die 43. Okay. Dann die 100. Okay. 500. Okay. 000. Okay. Dann die 9200. Okay. Und die 18963. Okay. Nennen Sie mir bitte den Namen der Bank. Das ist die Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse. Okay, die aus der IBAN abgeleitete BIC lautet BELADEBE3xDX. Sie haben sich für eine Abbuchung zum 1. eines Monats entschieden. Ist es richtig? Nee. Also ich stelle die Frage nochmal. Sie haben sich für eine Abbuchung zum 1. eines Monats entschieden. Ist es richtig? Ach so, da muss ich wieder Ja sagen, ja. Nee, Sie mussten nicht Ja sagen, also ich habe Sie gefragt, ab 1. oder 15. Sie haben gesagt, am 1. Dann frage ich Sie jetzt, also Sie haben sich für eine Abbuchung zum 1. eines Monats entschieden. Ist das richtig? Glaubst du wirklich, dass ich den Scheiß mit dir mitmache? Ihr seid Betrüger und nichts anderes. Es ist einfach abartig, dass ihr die Leute verarscht. Es hat mir sehr viel Spaß. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Glauben Sie mir. Ja, also merke ich schon. Aber such dir mal einen anständigen Job, weil das ist ja nicht Warum? Möglich, was du da machst. Warum? Weil ihr habt keine Erlaubnis für einen Werbeanruf. Und was bist du, ein Spargelstecher? Illegaler, krimineller Anruf mit einer Handynummer. Und du bist ein Spargelstecher, oder? Ihr ruft hier mit einer gespooften Telefonnummer an und versucht, Lotto zu verkaufen. Ist doch widerlich. Und du bist ein Spargelstecher, oder? Was machst du beruflich? Alles klar. Jo, danke, tschüss. Ja, tschüssi. Jo, wir haben die Daten hier. Okay, ciao. Genau. Jo. Tja, also was der mir jetzt da zum Schluss noch sagen wollte, ja, wir haben die Daten hier, ja, wunderbar. Aber für eine deutsche Firma, ja, ist Spargelstecher als Beleidigung schon lustig, weil normalerweise kennt man es ja eigentlich nur, dass die ja, ausländischen Callcenter mit den Trading-Betrugsmaschen die Leute am Telefon beleidigen. Das hier ist tatsächlich relativ neu, dass man von denen auch beleidigt wird. Aber interessant, was da für Menschen sitzen. Tja, also weiß ich nicht, was an Spargelstecher jetzt so schlecht ist, aber tja, er scheint sich ja da im Callcenter ja irgendwie besser zu fühlen, weiß ich jetzt nicht. Kriegen halt beide Mindestlohn, aber weiß ich jetzt nicht, wo der Unterschied ist in der Jobqualität. Der Spargelstecher ist wenigstens noch an der frischen Luft. Der bräuchte wahrscheinlich mal frische Luft da in seinem Callcenter. Denn der find's ja nicht mal ekelhaft, was er da macht. Wie kann man das noch glauben als Mitarbeiter, dass das noch irgendwie ansatzweise seriös ist, was der da tut? Schon alleine, wenn er sich selbst als dritte Person da beschreibt in diesem angeblichen Kontrollanruf. Da muss man doch spätestens dann als Mitarbeiter irgendwie hellhörig werden, dass das alles gar nicht zueinander passt, was ich da am Telefon für einen Blödsinn da verkaufen soll. Und vor allem die 200 angeblichen Gewinner, die dann ja auch noch selbst bezahlen sollen, also kann es kein Gewinn sein. Also wie kann man da als Mitarbeiter sitzen und das selbst für vernünftig und seriös befinden? Natürlich haben wir hier in Deutschland das Problem, dass wenn man vom Arbeitsamt dahin geschickt wird, nicht selber kündigen kann. Das ist hier tatsächlich ein Problem. Man kann schon kündigen, aber dann, naja, hat man halt das Problem, die Beweislast, dass man eben, warum man das gekündigt hat, weil ansonsten kriegst du ja kein Geld hier. Ne? Also wenn du sagst, die Firma war illegal, das interessiert hier keinen. Du musst es beweisen können. Ansonsten kann es sein, dass du halt eben kein Arbeitslosengeld mehr bekommst. Und wenn man das Arbeitslosengeld vielleicht schon aufgebraucht hat und jetzt solchen Job machen muss, ja, dann überlegt man sich das auch dreimal, was man dann macht. Ne? Und wenn man vielleicht noch eine Familie durchbringen muss, überlegt man sich ja auch wieder. Tja, geht man dahin und versucht irgendwie seine Familie durchzubringen? Tja, das ist hier alles komisch bei uns. Traurig, dass es sowas noch gibt. Und das Schlimme ist, dass da wirklich Menschen drauf reinfallen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, warum es sowas hier bei uns noch gibt. Die Masche ist so alt. Aber es muss sich ja immer noch lohnen. Es rufen halt nicht mehr so viele an wie früher, weil die gesetzlichen Bestimmungen schon härter geworden sind. Und weil auch schon im Vergleich zu früher mehr durchgegriffen wird. Aber es reicht vorne und hinten nicht. Denn das Problem ist, die Aufzeichnung, man hat es ja hier mitbekommen am Leitfaden,
Da kann man sich hinterher nicht rausreden. Und das Problem ist, die erzählen hier auch von den 3 Monaten nichts vorher. Das kommt erst in der Vorbereitung zur Aufzeichnung, beziehungsweise bei den anderen Kreuzern, dann kommt es ja erst direkt in der Aufzeichnung. Da wurde nie ein Wort vorher drüber gesprochen und verloren, dass man da nach 3 Monaten selbst kündigen muss. Ich meine, es ist eigentlich klar in Deutschland, dass man Verträge hier selber kündigen muss, aber das ist schon abartig, was das funktioniert. Absoluter Wahnsinn. Schreibt mir gerne was dazu in die Kommentare, was ihr hier von diesem Gespräch so haltet. Heute konnte ich es mal ein bisschen mehr zerpflücken als sonst. Musste auch mal sein. Finde ich auch mal ganz toll, dass wir hier mal so ein Gespräch mal dran hatten. Also natürlich nicht, weil der Betrug toll ist, sondern weil ich euch mal darüber aufklären konnte und dass das Gespräch hier so richtig schön lange funktioniert hat, dass ich da auch mal was dazu sagen konnte zu diesen verschiedenen Bestandteilen. Da habe ich schon so ewig drauf gewartet, hat es mir schon in den Fingern gejuckt, das hier endlich schneiden zu können, dass euch auch mal sowas hier zu präsentieren. Schon absolut Wahnsinn, dass das immer noch funktioniert. Tja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, macht die Spalte ordentlich voll. Können wir gerne uns über das Thema mal ein bisschen unterhalten und diskutieren, ob ihr solche Anrufe vielleicht auch öfters mal habt von den Lottobetrügern. Wer noch nicht getan, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann gibt's auch immer eine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Ansonsten, wenn es nur abonniert ist, bekommt ihr es halt nur bei YouTube ab und zu mal eher vorgeschlagen. Mit dem Klingelglöckchen erhaltet ihr dann immer diesen blauen Bommel auch da dran, dass was Neues da ist. Und auf dem Handy eine Push-Benachrichtigung, sofern ihr die YouTube-App benutzt. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Ihr seht noch eine Playlist mit vielen anderen Videos. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.